Moin Leute, willkommen zu unserem Video auf Anime-Banger. Und heute gibt es für euch eine Trailer-Analyse zu dem One Piece Film Stampede, zu dem zweiten Teaser. Wir werden erstmal den Trailer ein bisschen abspielen, beziehungsweise dazu werde ich immer was sagen, ein bisschen meine Eindrücke und meine Meinung dazu sagen. Und später werde ich noch ein paar Sachen zu dem Film sagen und zu ein paar News, die wir noch geleakt bekommen haben, von Oda etc. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Also hier, erstes Mal, sehen wir hier eine Nachricht von Eiichiro Oda. Also eigentlich wollte Oda nicht so einen Film machen, der in diese Richtung geht, aber da ist immerhin das 20-jährige Jubiläum von One Piece ist, hat er sich doch entschieden, das zu machen, dass es so in die Richtung geht, wahrscheinlich mit diesen Rogers Era etc., also dem Charakter von Roger, aber durch das 20-jährige Jubiläum hat er sich dann doch das entschieden zu machen. Dann sagt er noch, ich wünsche euch noch eine gute Zeit etc. und der Film wird wahrscheinlich ziemlich geil und finde ich ganz cool, dass Oda dazu noch was gesagt hat. Und ja, sehr cool auf jeden Fall. Danke, Oda. Jetzt seht ihr nochmal Original-Story Eiichiro Oda. Ganz cool eigentlich, ja, das ist gut zu wissen. Also die Story kommt von ihm. Das hatten wir zum Beispiel bei Film Z auch und bei Strong World, soweit ich mich erinnern kann. Auch ganz wichtig. Ansonsten machen wir mal ein bisschen weiter. Haben wir hier Ruffy. Das Design finde ich zum Beispiel nicht so gut, muss ich sagen. Ah, hier bei der Welt sieht man das Kopfgeld 1,5 Milliarden. Auch sehr interessant. Ruffy hat hier so einen komischen Hut, finde ich gar nicht cool. Das Design ist okay hier, aber der Hut und diese komische Scheibe hinterm Rücken finde ich absolut hässlich, meiner Meinung nach. Gefällt mir jetzt nicht so, aber ich denke, er wird mehrere Designs haben. Ich hab auch ein paar Bilder gesehen auf Twitter, die noch Ruffy in andere Designs zeigen. Das Bild können wir uns ja später anschauen. Dann haben wir hier Zoro und Sanji, also auch die aktuellen Kopfgelder. Beide Outfits sehr cool von den beiden. Zoro geht auf jeden Fall richtig klar. Sanji gefällt mir richtig gut, passt was. Passt eigentlich ziemlich gut. So Abenteuerdesign, ja, kann man nicht so viel sagen, finde ich nice. Dann haben wir hier Chopper und Lissop. Lissops Design gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Ich finde nur diesen Hut ein bisschen strange, ein bisschen komisch, aber auch ganz cool. Dann haben wir Chopper, er hat so sein Design, nichts Besonderes, ehrlich gesagt. Was ich hier besonders finde bei Chopper, ist dieses Wappen hier. Dieses Wappen wird später noch auftauchen, darauf gehe ich aber gleich nochmal ein. Dann haben wir hier Nami und Robin. Robin sieht auf jeden Fall stabil aus, richtig cool auf jeden Fall. Namis Design gefällt mir richtig gut, hat übelst was, gefällt mir abnormal. Cooles Design, mehr gibt es dazu echt nicht zu sagen. Auch hier die aktuellen Kopfgelder. Noch eine kleine Information, Leute. Der Film spielt vor Wano Kuni, aber nach Wolkig Island. Also es wird um den Dreh sein zwischen bei Reverie. Der Film ist auch Non-Can, nur als Information. Dann haben wir hier Brook und Frankie. Frankies Design absolut geil, so Gladiator-mäßig. Richtig cool. Brook eigentlich auch ganz chillig mit seinem Monokel am Start. Sieht ein bisschen so adlig aus. Hat was, sieht eigentlich auch schon cool aus. Auch geile Designs finde ich von den beiden. Dann haben wir eine Konzeptzeichnung von Law und so wie es aussieht, wird sein U-Boot mit dabei sein. Ob jetzt Law von Anfang an mit der Strohhut mitreist oder wird er nur einfach mal dazukommen, ich weiß es nicht. Ich denke aber eher, dass er mit denen zusammenbleiben wird oder dass er vielleicht alleine agiert, ich weiß es nicht. Aber ich vermute eher, dass er zusammen mit den Strohhüten unterwegs ist. Ist ja logisch, weil er halt ja jetzt quasi so zu der Crew gehört, finde ich schon, muss ich sagen. Dann haben wir hier noch Tashigi und Smoker, finde ich absolut genial. Finde ich richtig cool. Passt auch gut rein. Die haben hier Piraten-Outfits. Warum sie Piraten-Outfits haben, werde ich gleich noch sagen. Weil es geht hier um ein Festival. Aber dazu müssen wir uns erstmal die ganzen Sachen hier anschauen. Am Ende werde ich dazu was sagen, wie ich mir die Handlung vorstellen könnte. Dann haben wir hier Buggy. Die Designs kennt man wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich die Original-Designs. Mr. Free und so weiter. Die werden auch am Start sein. Und das Design von Alvida gefällt mir auch sehr gut. Genau, jetzt kommen wir zu diesem Logo. Es wird dieses Logo von dem Antagonist sein. Hier steht ja auch The Pirates Festival Begins. Es wird so eine Art Festival sein. Aber wie gesagt, am Ende werde ich euch noch ganz kurz darauf eingehen. Und dieses Design hat, dieses Wappen hier, hat er auch einen Chopper auf seinem T-Shirt. Deswegen ist es ganz wichtig. Chopper hat den Merch von diesem Typ einfach angehabt. Läuft auf jeden Fall. Dann bekommen wir hier die ganze Insel. Erstmal als Konzeptzeichnung und dann hier als Vollbild. Sieht absolut geil aus, muss ich sagen. Sieht richtig stabil aus. Wir haben hier in der Mitte so eine Art kleinen Vulkan. So Arena-mäßig sieht es ein bisschen aus. Ist eine ziemlich große Insel eigentlich. Hat hier einen komisch, sehr interessanten Hafen. Kann man hier direkt reinfahren. Sieht sehr, sehr cool aus. Ja, wird wahrscheinlich diese Hauptinsel sein. Ja, dann haben wir hier noch eine Insel. Da wird wahrscheinlich dieser Schatz hier sein mit dem Schiff. So wie es aussieht. Sieht ein bisschen goldmäßig aus. Hier wird wahrscheinlich dieses Ende stattfinden vom Film. Sieht auch sehr, sehr geil aus. Da haben wir hier eine kleine Stadt, eine Hafenstadt hier am Rande. Hier steht auch Blue Islands.
Mountain Country. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Insel einfach Blue Islands heißt. Warum auch immer, sieht eigentlich ganz cool aus. Die Häuser sind ein bisschen Western angelehnt. Finde ich auch ganz geil. Und mir gefällt auch so ein bisschen dieses Design und diese Animation werden wahrscheinlich absolut geil sein. Dann haben wir noch ein paar andere Konzeptzeichnungen von noch einer Stadt. Hier seht ihr das? Hier sind so Tribünen. Da werden Leute wahrscheinlich am Start sein, die da zuschauen werden. Vielleicht gibt es da so ein Battle Royale mäßig oder darauf gehe ich aber gleich ein. Dann haben wir hier anscheinend den Schatz hier. Hier sieht es aus, als ob die Insel ganz oben wäre oder im Wasser, aber sieht eher aus wie ganz oben, eine Art kleine Himmelsinsel. So ein kleiner Goldschatz. Darum wird es wahrscheinlich hauptsächlich gehen. Ich denke, by the way, das ist nicht Rogers Schiff. Das glaube ich nicht. Der Hunt for Rogers Treasure, also so wird es eine Jagd geben zu Rogers Schatz. Ich denke, es ist nicht das von Beast, ist ja logisch. Da war irgendein anderer Schatz sein. Gold oder keine Ahnung, könnte auch was anderes sein. Auf jeden Fall ziemlich abenteuermäßig. Dann haben wir hier noch ein paar Screenshots. Hier das Schafott von... Sieht aus wie von Gold Roger, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Dann haben wir hier noch zwei Wappen hier. Die Sonnenpiraten und die Shanks Piraten. Ob sie dabei sein werden, kann man jetzt nicht sagen. Aber so ein paar Leute aus Shanks Bande könnte man sich vielleicht vorstellen. Ist aber ein bisschen noch spekulativ. Dann haben wir hier noch ein paar Bilder, die habt ihr gerade eben gesehen. Genau hier haben wir das Schafott von Roger, da wollte ich es gerade sagen. Sieht aber ein bisschen anders aus, ich weiß nicht. Ich denke, wir bekommen auch sehr, sehr viele Flashbacks von Roger, vielleicht ein paar Sachen von den Strohhüten, haben wir ja in dem ersten Teaser gesehen. Sowas wird wahrscheinlich auch am Start sein. Ja, hier seht ihr noch ein paar Screenshots hier. Ja, sieht eigentlich ganz interessant aus, aber kann man halt wirklich nicht viel dazu sagen. Hier nur so eine Höhle, deswegen... Aber man kann dazu halt überhaupt nichts sagen. Werden wahrscheinlich die Schauplätze des Films einfach sein. Das stelle ich mir am meisten vor. Dann kommen wir zu zwei Charakteren, die neu sind, beziehungsweise die mit dem Film mitmachen. Und zwar einmal hätten wir hier Bullet und einmal hier diesen Buena Festa, so heißt der Typ auf jeden Fall. Beziehungsweise der heißt Douglas Bullet und das ist Buena Festa. Douglas Bullet ist ein ehemaliges Mitglied der Roger Piraten und scheint ziemlich strong zu sein auf jeden Fall, ist ziemlich breit am Start. Cooles Design, gefällt mir richtig gut. Also hier hat ja eine Narbe am Start oben, an seiner Oberkörper halt, an der Brust. Hat hier so komische Sterne mit dem Totenkopf, was das bedeutet, weiß ich nicht. Hat hier ein paar Orden, was auch immer das bedeuten soll. Sehr interessantes Design. Dieser Buena Festa sieht ein bisschen so aus, wie so dieser Kommentator dieses Battle Royals oder dieser Jagd von diesem Schatz oder sowas. Dann bekommen wir hier noch den Festa, und zwar diese War Instigator, das ist quasi dieser Master of Festivals. Wie gesagt, der wird das einfach alles dort leiten, dieses Festival. Dann haben wir hier den Bullet. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Der wird wahrscheinlich ein Haki-Monster sein. Man hat ja am Anfang auch so einen Eisengolem gesehen. Ob das seine Kraft ist, weiß man nicht. Ich dachte am Anfang, das wäre Kids Eisengolem. Kid könnte jetzt zwar immer noch sein, aber halte ich ein bisschen für unwahrscheinlich. Der Demon Hair, also das ist quasi der Erbe des Dämonen, auch ziemlich cool. Der wird auf jeden Fall ziemlich strong sein. Also wird der Hauptgegner für Ruffy sein, ist ja ziemlich safe. Ich finde aber, es gibt noch etwas zu wenige Gegner für die anderen Strohhüte. Aber ich glaube, da bekommen wir noch in Zukunft noch andere Charaktere noch mit rein. Also, by the way, die Animationen sind absolut geil. Wenn ich mal das ganz kurz hier abspiele, schaut euch das einfach mal an. Diese Königssack, also wird auch Königssack, ja, wie es aussieht. Sieht man ja hier. Ist absolut geil. Dann haben wir hier den G4. Das sieht so cool aus, also ganz ehrlich. Diese Animationen sind on fire. Das war eigentlich dieser Trailer. Und man sieht hier noch G4, halt Ruffy. Animationen finde ich... atemberaubend, sieht sehr clean aus, gefällt mir richtig gut und hier scheint gerade dieser Kampf abzugehen. Also der Typ sieht einfach genial aus. Also der könnte wirklich der Frankie der Roger Piraten sein vom Aussehen etwas, finde ich schon. Der wird auf jeden Fall ziemlich strong sein. Ja, das war eigentlich der Trailer, den fand ich richtig gut, finde ich. Beziehungsweise war eher ein Teaser, aber durch diesen Teaser kann man echt einige Informationen mitnehmen, finde ich. Kommt am 9. August, also auch ganz wichtig. Und der Trailer bzw. der Teaser hat mir sehr gut gefallen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie fandet ihr den Teaser? Ich fand ihn auf jeden Fall ziemlich gut. Jetzt kommen wir dazu, wie könnt ihr denn die Handlung jetzt sich abspielen? Also ich denke, dass der Schatz im Mittelpunkt steht, dass es quasi so eine Art Festival oder so einen Kampf geben wird, dass ein Veranstalter kommen wird, wo viele Piraten drum kämpfen müssen, quasi so eine Art Battle Royale oder vielleicht eine Art am Anfang sogar so Arena-Kämpfe, dass nur noch die Stärksten übrig bleiben. Und auf der letzten Insel wird es quasi diesen Kampf um diesen Schatz gehen. Ob es jetzt Gold ist oder irgendwas anderes oder vielleicht gar kein Schatz, dass vielleicht dieser Bullet eigentlich nur alle verarscht. Und dann wird es quasi diesen nur noch einer übrig sein, vielleicht Ruffy oder so. Die anderen kämpfen vielleicht gegen den anderen Untergebenen, falls er nicht nur der Einzige ist mit Festa.
und Smoker und so weiter werden auch gegen andere vielleicht kämpfen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Bullet noch andere Anhänger hat, die stark sind. Manche meinten, da könnte vielleicht die CP0 am Start sein, aber glaube ich jetzt eher weniger. Das glaube ich einfach nicht. Dann haben wir noch einen sehr interessanten Satz, der auch überall rumkursiert ist. Und zwar steht halt hier, dass die Marine am Start ist, also Smoker zum Beispiel, Shichibukai, die Revolutionsarmee wird auch am Start sein, beziehungsweise die werden involviert sein. Sehr interessant finde ich. Hier wird nochmal bestätigt, dass es Non-Canon ist. Und es wird auch so eine Art Abenteuerfilm oder ziemlicher Film sein, wie Film Gold, dass quasi Struban im Mittelpunkt steht. Ich denke auch vom Potenzial wird es besser als Gold sein. Ob es besser als Film Z ist, weiß ich nicht, weil Film Z ist für mich der beste One Piece Movie überhaupt. Dann haben wir noch hier was bekommen. Und zwar The Stage is set in the Pirates. Also es wird quasi wie so ein Festival sein. Hier steht es einfach mal, dass die Piraten wegen dem Schatz kämpfen werden. Also ein Battle Royale mäßig, wie gesagt, am Ende kann ich mir sehr, sehr krass vorstellen. Hier steht auch noch The Worst Generation, all the Pirates in the World are gathering, also alle sind da am Start. Worst Generation könnte man vielleicht sich noch Kid vorstellen, eventuell, aber ist ein bisschen spekulativ. Vielleicht ist aber doch Kid wegen diesem Eisengolem, gibt es halt dieses Indiz, dass Kid am Start wäre, könnte ich mir gut vorstellen. Ich verstehe nur diesen einen Satz nicht, The Pirates Goal are the Eyeball Event of the Pirates Expo. So find the treasure left by the Pirate King Roger. Was meinten die mit Eyeball? Also das verstehe ich jetzt nicht. Auch Augapfel, hä? Oder manche meinten ja sogar Rogers Eye. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Sehr komisch auf jeden Fall dieser Satz. Den verstehe ich nicht ganz. Dann haben wir noch ein paar Designs von den Strohhüten. Nochmal Ruffys Design, sieht ganz cool aus. Zoros geht so. Hier haben wir nochmal Namis Design. Lissop. Dann haben wir hier nochmal Sandys Design, sieht auch ganz cool aus. Chopper, Robin. Ja, Frankie Brook sieht alles cool aus, finde ich. Hat was. Wird wahrscheinlich so dieses Outfit sein, wo sie vielleicht ganz am Anfang sind, in der Stadt rumlaufen oder sowas, kann ich mir gut vorstellen. Also abschließend kann man eigentlich sagen, es wird so ein abenteuermäßiger Film sein, wo man halt um den Schatz kämpfen wird, so Art Battle Royale, vielleicht sogar Arena-Kämpfe, da wir haben ja auch Frankie, der dieses Arena-Outfit hat, ist auch ganz wichtig, könnte so ein Arena-Kampf mäßig sein am Anfang und dann wird es halt dieses Battle Royale geben, wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und bin auch gespannt, welche Rolle ein Smoker oder die Revolutionäre mit am Start haben. Was man mit Shanks meint. Und wie man so Flashbacks einbaut von Roger und diesem Typ. Auch sehr interessant. Also ich glaube, dass der Charakter selbst, Bullet, den gibt es wirklich. Also gab es wirklich in der One Piece Geschichte. Auch wenn der Film non-canon ist. Aber wir hatten ja oft so, dass Charaktere doch canon sind. Quasi in der Story, zum Beispiel Zephyr. Dass vielleicht manche Flashbacks doch Relevanz haben zum Manga, aber viele Szenen halt nicht. Gut Leute, das war's dann mit dem Trailer-Analyse. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, findet ihr den Teaser, ich finde ihn absolut genial. Und ich habe noch ein paar News hier rausgehauen, die ich noch gefunden habe. Ansonsten, wenn noch was Neues zum Film kommt, werde ich das noch raushauen. In dem Fall gebt dem Video doch ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und ich bin auf jeden Fall absolut geerbt durch den Film. Ich hoffe, der kommt in die deutschen Kinos. Und in dem Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wie auch immer, Leute. Ciao, euer Anime-Banger.